Und jetzt geht's hier weiter. Jetzt ein weiterer Einwurf, dann wird's brenzlig. Leonardo Bittencourt. Mittelstädt. Macht er gut! Jordan Turunariga. Korb. Kann er was draus machen? Ganz geduldig, machen Sie. Und jetzt die Chance. Stark gemacht! Schauen wir ihm ins Gesicht. Ja, ja, der kann es nicht glauben. Kein Tor in dieser Szene und weiter nur eine knappe Führung. Eck in den Strafraum. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Der Ball über die Linie gibt Ecke. So, Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Da steht die Abwehr sicher. Korb. Schwache Aktion, Ballverlust. Das könnte was werden jetzt. Ball geht direkt wieder zurück. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Christian Clemens. Ist das der Ausgleich? Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Robin Koch. Und da haben wir ihn, den kommenden Gegner von Hannover 96. Ja, es geht gegen die Hertha im nächsten Spiel in der Bundesliga. Und das wird eine ziemlich offene Begegnung. Korb. Das könnte vielleicht was werden. Und die Flanke. Lukas Metscher. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Mittelstädt. Leonardo Bittencourt. Jordan Turunariga. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Ah, toller Pass, gute Aktion. Kurze Flanke jetzt. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Und der Ball lieber wieder zurück. Und jetzt der Rückpass. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ja, könnte was werden. Ja, da ist Platz jetzt. Da machen sie die Räume eng, Ball im Aus. Da gibt der Freistoß. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen?
Schlägt den Ball rein. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Das frühe Stören jetzt. Mike Franz. Clemens. Höfler. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Baumgartel. Mittelstädt. Macht er gut. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Vielleicht die Konterchance. Konterchance erstmal vergeben, aber sie bleiben im Ballbesitz. Er schirmt den Ball ab. Sie suchen die Lücke. Nils Petersen. Gefährlich. Klasse Aktion, Ball ist weg. Robin Koch. Koch. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Das sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Dennis Geiger. Robin Koch. Da ist die Hereingabe. Früh wird er jetzt gestört. Schirmt den Ball gut ab. Modest. Mike Franz. Nils Petersen. Modest. Chance auf den Ausgleich. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Da ist der Ball nun doch im Tor, Buschi. Das ändert aber nichts an der guten Leistung vom Keeper bis hierhin. Ohne ihn hätten sie weit mehr Tore kassiert. Hier nochmal dieser Treffer. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jordan Turunariga. Robin Koch. Korb. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da ist die Flanke ins Zentrum. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Korb. Sieht gefährlich aus. Gute Aktion jetzt. Die Gelegenheit für die Flanke. Mecha. Gute Aktion. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Macht das da gut. Schmied. Mike Franz. Das wird wohl ein Ball für den Torwart. Baumgartel. Robin Koch. Leonardo Bittencourt. Der Ball ist zurück bei den Kölnern. Höfler. Modeste.
kann er was draus machen. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Und jetzt Doppelwechsel. Jordan Turunariga. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Jetzt wird's gefährlich. Mecha. Dennis Geiger. Schweinsteiger. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Julian Korb. Lange Flanke. Er trifft den Pfosten. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Viel Pech im Spiel. Alu-Treffer und man merkt, das ist frustrierend. Diesen Führungstreffer hätten sie zu gern mitgenommen. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Leonardo Bittencourt. Schönes Zuspiel. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Fahne oben, er gibt Abseits. Oh, das wäre eine richtig gute Gelegenheit gewesen. Mittelstädt. Leonardo Bittencourt. Klasse Pass. Klasse, wie er da hingeht. Super Aktion. Gut geklärt. Mike Franz. Gut den Ball verteidigt. Schürrle. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Flanke jetzt. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Korb. Dennis Geiger. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ballverlust. Ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Der Ballverlust. Mittelstädt. Leonardo Bittencourt. Ed Schweinsteiger am Ball. Ja, könnte was werden. Hereingabe in die Mitte. Schade, da war sicher mehr drin. Bastian Schweinsteiger. Gute Aktion. Sieht gefährlich aus. Da fängt er die Flanke ab. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Da kann er sich den Ball holen. Jordan Turunariga. Dennis Geiger. Ball läuft da gut jetzt. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Die Fans pushen sie noch mal nach vorne, die wollen den Siegtreffer. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Höfler. Jetzt könnte er flanken. Gefährlich! Sie bekommen den Einwurf jetzt.
Schweinsteiger. Korb. Dennis Geiger. Mecha. Jetzt ist er durch. Weiter gefährlich. Wir erleben hier heute eine enorm spannende, eine offene Partie mit Chancen hüben wie drüben. Und das macht Spaß. Jetzt der Vorstoß. Jonathan Schmid. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Leonardo Bittencourt. Korb. Der erste FC Köln mit dem Einwurf. Gulde. Günther. Nils Petersen. Starker Zweikampf da auf dem Flügel. Sie müssen aufpassen. Schirmt den Ball gut ab. Sie verlieren den Ball. Macht er gut. Was macht er draus? Anthony Modest. Ball draußen, gibt Abstoß. Jetzt müssen Sie aufpassen. Abseits. Ist wohl ein Tick zu früh gestartet. Schöne Aktion. Mike Franz. Modest. Klasse Pass. Ja, das sieht gut aus. Kann er was draus machen? Tolle Aktion, sowohl der Fallrückzieher als auch die Reaktion des Torwarts. Da ist jetzt Platz. Gutes Tacklegen, gute Zweikampfführung. Und das ist der Ballverlust. Schweinsteiger. Sieht gefährlich aus. Das könnte vielleicht was... Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Was ein Kampf. Die letzten Minuten brechen an und beide Teams können das hier noch gewinnen. Jetzt ist es gefährlich. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Mittelstädt. Ball bei Schweinsteiger. Mittelstädt. Leonardo Bittencourt. Ja, könnte was werden. Spielt er den Ball in den Strafraum? Aktueller Spielstand hier, 1:1. Wer ist eigentlich der nächste Gegner? Der nächste Gegner des 1. FC Köln heißt VfB Stuttgart. Da werden sie dann wieder eine ordentliche Leistung zeigen wollen. Korb. Sie kommen jetzt über außen. Und da ist der Ball wieder weg. Leonardo Bittencourt. Gute Aktion. Ja, energischer Vorstoß. Gutes Tackling auf außen. Gefährlich. Bastian Schweinsteiger. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Da können Sie klären. Anthony Modest. Der Ballverlust.
Da kommt der Pass auf außen. Bastian Schweinsteiger. Was macht er draus? Lange Flanke jetzt. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Das gibt Ecke. So, Ecke kommt. Das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. Da haben sie die Führung. Und jetzt heißt es verteidigen. Und irgendwie die letzten Minuten überstehen. Dann gewinnen sie das Ding. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt noch mal kommen. Dominik Heinz. Und Schürrle. Mike Franz. Gulde. Abwehr muss aufpassen. Weiter die Kölner. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Mittelstädt. Leonardo Bittencourt. Jordan Turunariga. Und nun Bastian Schweinsteiger. So, viel Zeit bleibt hier nicht mehr und sie machen das jetzt auch clever irgendwo. Da kommt keiner dran und den Ballbesitz wollen sie einfach nicht mehr hergeben. Sie ziehen heute ein tolles Passspiel auf. Auch dieser Ball kommt an. Sieht gut und technisch sauber aus, aber über die Schönheit des Spiels darfst du den Zug zum Tor nicht vernachlässigen. Den Ball will er nicht hergeben. Schürrle jetzt. Höfler. Oh, das sah vielversprechend aus. Er übernimmt jetzt Verantwortung, lässt sich weit zurückfallen, fordert den Ball. Klasse Aktion, Ball ist weg. Korb. Jetzt also die Nachspielzeit angezeigt und schon wird es hier noch mal lauter. Die Fans merken, da kann noch was gehen. Was geht hier noch in der Nachspielzeit? Die Fans treiben sie noch mal nach vorne. Lukas Meja. Da kann er ihn stoppen. Modest. Schmied. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Jordan Turunariga. Schweinsteiger.
Korb. Da ist Platz. Schürrle. Townsend. Sie brauchen jetzt ein Tor, aber nicht so. Der Verteidiger kann den Pass unterbinden. Korb. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Jetzt vielleicht die Flanke. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Dennis Geiger. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Sie sind vorne und bekommen noch eine Ecke. Damit könnten sie alles klar machen. Die Ecke kommt rein. Keiner trifft den Ball. Und da ist der Schlusspfiff. Ergebnis stimmt. Auch wenn sie es vielleicht ein bisschen spannender gemacht haben als unbedingt notwendig. Aber am Ende zählt ja nur das Resultat und da ist egal, wie es zustande kommt.